Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 Demo auf dem PC. Heute spielen wir wieder ein Anschussmodus-Spiel und ich habe mir schon eine passende Mannschaft rausgesucht, oder eher gesagt, ihr habt es getan. Ich habe nämlich gelesen, ich soll mal mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft spielen und das werde ich heute tun. Gegen natürlich auch die Frauen, die USA, weil es ja so schön passt. Im Halbfinale, glaube ich, in der Frauen-WM ist Deutschland dagegen USA rausgeflogen. Und das können wir heute mal nachspielen. Natürlich im deutschen Trikots, in weißen Trikots und in blau. Das können wir mal so machen. Wie sieht's da aus mit den Spieleinstellungen? Profi, Borussia Park. Ja, Borussia Park können wir lassen. Und Teammanagement kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht zu aus. Also ich weiß, dass... Ich glaube, wir können das einfach ganz... Also wir können das schon so lassen, oder? Also es sieht schon ganz ordentlich aus. Wie gesagt, ich bin da nicht so der Pro jetzt. Frauenfußball schon gar nicht. Aber gut, das werden wir heute mal testen. Ich bin mal gespannt, ob sich das anders anfühlt. Ich habe es einfach mal kurz auf so einem Event von EA testen können. Da habe ich mit Frauen, den Frauen spielen dürfen. Und ja, war auf jeden Fall anders. Es war anders. Aber ich gucke mal, wie sich das jetzt anfühlt, ob sich das ein bisschen geändert hat. Freut mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann wollen wir auch gleich mal beginnen. So. Ach, Training haben wir mit denen natürlich auch. Ach so, okay, dann können wir... Dankeschön. Dankeschön. Oh, knapp. Dankeschön. 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 Oh, was? Nicht bekommen? Schade. Die eine hat gar keinen Bock mehr gehabt. Wir machen das nochmal eben zu Ende hier. Weil so gut habe ich noch nie abgeschnitten. Ah. Unser. Na komm. Was macht die da? Oh, jetzt ist es eng. Jetzt noch enger. Ach du Scheiße. Eng ist gar nicht gut. Boah, wie soll man den denn kriegen, Alter? Was machen die da? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Komm bitte einmal. Das ist ja unmöglich. Guck dir das mal an, wie die abgehen. 8 Sekunden noch. 6. Ja, einmal bekommen. Oh, sehr gut. Meine Güte. Wenigstens einmal bekommen. So, los geht's. Wie gesagt, Frauenmannschaft. Noch keine Erfahrung. Aber ich finde es gut, dass sie endlich mal implementiert wurden. Wurde ja auch Zeit. Warum auch nicht? Also ich weiß gar nicht, warum es da irgendwie solche Diskussionen drum gibt. Warum nicht? Die Damen spielen genauso Fußball wie die Herren. Und die gehören genauso in eine Fußballsimulation wie wir. Oder wie die Herren halt, wie die Profis. Also ich find's super. Ich find's super. Martin Tyler und Smith sind natürlich wieder ausgeflogen. Die hatten wieder mal keinen Bock und ich habe sie rausgeworfen. Hier sehen wir die deutsche Frauennationalmannschaft. Ob es jetzt auch die Hymnen gibt? Würde mich mal interessieren. Na? Gibt's die Hymne? Sieht nicht so aus. Oder? Doch? Im Lande der deutschen Frauen. Jawohl! So muss das sein, so muss das sein. Die Hymne wird gesungen. Faires halber natürlich auch von den USA. Aber wir haben ja noch was gut zu machen. Wie gesagt, das Halbfinale bei der WM. Da sind die deutschen Frauen ja rausgeflogen. Aber das wird heute hoffentlich anders aussehen. Hier sehen wir die Startelf von Deutschland. Wunderschön in einem 4-2-3-1. Sasic vorne. Ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit zur Europas Fußballerin des Jahres gewählt worden.
Shake Hands darf man natürlich auch nicht vergessen. Hier die USA, Han Solo. Ich glaube, einer der berühmtesten Frauenspielerinnen auf der Welt. Torwart. Super Torwartin. Also hat auf jeden Fall was drauf. Han Solo, Wambach. Spielerinnen im Fokus. Ja, Wambach erfahren. Und da wollen wir doch mal schauen, wie unsere deutschen Frauen gegen die amerikanischen Frauen heute abschneiden werden. Wie gesagt, es gibt was gut zu machen. Spielleitung Anna Polatwak. Was? Polatwagina? Was? Jedenfalls aus Russland. Und der Name war sehr schwer zu lesen. So, Freunde. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Los geht's. Die Fans sind natürlich auf unserer Seite. Im Borussia Park. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, aufpassen. Ah, den Ball kannst du so nicht verlieren. Hey, wo willst du denn hin? Dankeschön. Meiner. Oh, der war schön gespielt. Der war richtig schön gespielt. Aber so richtig schön gespielt. Hier sehen wir es nochmal. Wunderschöne Kombination. Hier einmal und dann zack. Und dann Lavolli. Lavolli. So schön, dass meine Zunge sich einfach festknotet. Und da kann selbst Han Solo nichts dran verhindern. Sehr schön. Das ist doch mal ein Auftakt nach Mars hier im Borussia Park. Wunderschön. So kann man den Abend doch mal einklingen lassen. Na, komm her. Oh, der Amerikaner, aber zu ungenau. Und wieder dagegen setzen jetzt. Ab geht's. Mich würde mal interessieren, ob man die Frauen dann auch beim Ultimate Team kaufen kann. Aber das glaube ich nicht, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke aber mal nicht. Vor allem, weil es ja, weil's ja nur ein paar Nationalmannschaften erstmal gibt. Aber es wäre auch auf jeden Fall cool. Es wäre mal interessant, wenn man dann so Mischmasch-Teams machen könnte. So ein bisschen Frauen, ein bisschen Männer. Aber das ist ja, ich weiß, aber so bei Ultimate Team sollte das doch möglich sein. Ich meine, da ist es ja auch möglich, jeden Spieler aus jeder Mannschaft mit anderen Spielern aus anderen Mannschaften zum Team zu bauen. Warum sollte das dann nicht möglich sein? Also ich fände das auf jeden Fall mal interessant. Könnt ihr mal gerne mal sagen, was ihr dazu denkt. Oh oh. Oh oh. Der war schön verlängert. Aber der war viel zu hart gespielt. Der war viel zu hart gespielt. Vorsichtig. Sehr schön. Ganz ruhig hier. Kombination. Durchstecken. Ah, da kriegen wir noch den Ball. Ich dachte, ich wollte schon angreifen, deswegen habe ich auf B gedrückt. Wie gesagt, wir spielen ja mittlerweile auf dem PC. Ah, komm. Ah, diese Verlängerungen immer, ne? Die sind gefährlich. Oh, Alter, wie ist die denn da reingejumpt? Na gut, das ist nun wirklich keine Herausforderung. Nadine Angara hier im Tor. Jede Menge Erfahrung. Sehr schön. Laudea hier. Schön liegen lassen. Auch die zweite Spielerin. Aber der wird sie gehalten. Dann war es vorbei. Oh, oh, oh. Das ist auf jeden Fall eine schicke Freistoßposition. Wie sieht's denn da aus? Haben wir da ordentlich Alter? Hey, Alter! Was hatten die für Werte? Boah. Ja, gut. Also, Efe hatte sie irgendwie 92 oder sowas, ne? Und Kraft 88. Heilige Scheiße.
Na gut, angedreht haben wir den ja jetzt nicht so krass. Oh, das war so eine schöne Position. Aber gut, wir führen immer noch 1-0. Momentan sieht es gut aus. Wir sind auf jeden Fall die spielentscheidende Mannschaft. Oder spielbestimmende Mannschaft, so. Na, Laudea, komm. Nein, nicht nach außen. Schade, schade, schade. Lass mich durch. Hier wird nicht gezogen und auch nicht an den Haaren. Und auch nicht am Trikot. Unser. Das war ein bisschen zu hart, die Annahme. Oh. Ganz gefährlich. Wo ist sie denn hin? Und da ist auch schon die erste Halbzeit vorbei. Es geht in die Pause mit einer 1-0 Führung. Wunderschön. So lässt es sich doch leben. Auf jeden Fall nicht unverdient. Entschuldigung. Ach, das waren alles Freudennieser. Weil wir führen. Nee, aber 1-0 zur Pause kann sich sehen lassen. Ich würde das Tor gerne nochmal sehen. Hallo, Spiel. Dankeschön. Kannst du bitte in die Wiederholung gehen? Das wollte ich haben. Das sind nochmal ein paar Szenen vor dem Spiel. Und da sehen wir nochmal die Kombination hier. Und jetzt flupp, und dann bam. Dieser Hammer-Volley. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ich glaube, also ich habe irgendwie das Gefühl, im Gegensatz zum Vorgänger, hat FIFA 16 nochmal einen grafischen Sprung gemacht, oder? Ich finde, das sieht ein bisschen, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen smoother aus. Ein bisschen, weiß ich nicht. Ein bisschen. Das sieht auf jeden Fall anders aus. Das sieht auf jeden Fall nicht so scheiße. Also, es sieht. Ich meine, FIFA 15 sah jetzt nicht scheiße aus. Aber FIFA 16, auch mit den Stadionlichtern und so, das sieht auf jeden Fall besser aus. Oder es ist mir einfach vorher nie aufgefallen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da schon ein kleiner Sprung nochmal stattgefunden hat. Oh! Aus dem Nichts. So ein Kopfball. Heilige Scheiße, der war gut. Sehr gut, abwarten ist immer gut. Ah, diese Lupfer. Die kommen nicht so geil. Und wieder unter Druck gesetzt. Ah, der kommt sogar noch an. Aber da wurde die Annahme verkackt. Sehr schön. Und da ist die Lücke. Die Lücke. Schade. Schön rausgespielt. Aus der Drehung der Schuss. Also halb. Boah, der wäre genau, der hätte genau gepasst. Aber super Parade. Komm, die Special-Ecke. Gucken, ob die hier so gut funktioniert. Ja, das sah jetzt nicht so geil aus. Also so gut hat die jetzt nicht funktioniert. Aber es lag an der Annahme. Die war ein bisschen... Oh. Oh, schade. Aber schön zurückgelegt. Sehr schön. O'Reilly wechselt aus. Das wird von den Fans gefeiert. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist halt so. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Atmosphäre im Gegensatz zu FIFA 15 ist auf jeden Fall anders. Man merkt das, also von Stadion zu Stadion verschieden, das ist auf jeden Fall super. Ich meine, wir haben ja in der letzten Folge haben wir mit Bernabeu gespielt und da war es auf jeden Fall ruhiger als hier. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Und auch die Qualität, der Sound ist auf jeden Fall besser geworden. Das merkt man auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Demo bisher schon angetestet habt oder irgendwie ausprobiert habt oder selbst mal euch ein Bild darüber gemacht habt. Was sagt ihr denn zur Demo, wenn ihr die denn angespielt habt? Oder zu den oder wenn ihr die Folgen hier angeschaut habt? Was sagt ihr denn bisher zu der Demo? Wie findet ihr die? Würde mich echt mal interessieren. Oh. Spielen wir sicherheitshalber, spielt sie da zurück.
Na komm. Nix da, nix da, nix da. Das ist unser, das ist unser. Erstmal wieder neu aufbauen. Sehr schön. Sehr schön gespielt. Jetzt Sasic. Wunderschön. Ah. Den Ball perfekt vorgelegt, dann direkt in die Lücke rein und dann leider sowas. Aber wir sind auf jeden Fall wacher bisher. Die Amis kommen noch nicht so gut ins Spiel. Sehr schön gesehen. Ah, schade. Ein bisschen zu kurz. Jetzt kommen ja richtige Kombinationen hier. Bam! Oh! Was ein Schuss. Und was für ein Spielzug schon wieder. Das sieht so geil aus. Und die nächste Wechselung. Also langsam geht den Amis die Puste aus. Sie müssen jetzt mal langsam hier was machen, ne? Komm schon. Mach mal den Sack zu. Sack zumachen, habe ich gesagt. Ja, die Amis haben jetzt hinten auf. Die haben jetzt offen. Oh, da unten. Hätten wir doch durchstecken können. Dranbleiben. Dranbleiben. Unser. Was? Ach, oh, Schiri. Schiri, ey, manchmal, ne? Also manchmal denke ich mir schon, was hast du im Kopf? Oder wo hast du deinen Schein her? Ah. Das war's. Das war's. 1:0. Ich würde sagen, die Revanche ist geglückt. Das sehen die Fans auch so. Und damit würde ich mich für diese Folge wieder verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, es wurde sich gewünscht, dass ich mit der deutschen National, mit der Frauennationalmannschaft spiele. Und wenn ihr noch Vorschläge habt für zukünftige Matches in der Demo, dann haut sie gerne in die Kommentare. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Spielerinnen verabschieden sich natürlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder wo auch immer wieder, falls ihr wollt. Vielen Dank und ciao. Bis dann.